Massage. Da streckt man sich mal die Beine und schon kommt der erste Bittsteller. Was wollt ihr denn? Sprechgefecht in einer anderen Tumpe, Herr Taschmann. Obergard ist Taschmann für dahergelaufene wie euch. Was wollt ihr überhaupt? Schickt euch mal wieder die Wachhaupt vor. Nein, ich komme im Auftritt des Hauses Niceberg. Oh, wieso sagt ihr das nicht gleich? Entschuldigt mein rohes Auftreten. Ich dachte, ihr steht immer noch unter der Fuchtel der Wachhauptfrau. Was will man denn im Hause Niceberg von mir? Wir stecken hier tief, hier bis zum Hals in Arbeit. Die störebranche Warenflut macht die tägliche Zollabfertigung wirklich nicht gerade ein Vergnügen. Schon gut, seien wir nicht nachtragend. Es geht um Folgendes. Vielleicht habt ihr auch schon Wind davon bekommen. Das Haus Störebrand soll vor kurzem bei der Stadtwache einen Diebstahl zur Anzeige gebracht haben. Herr, davon Wind bekommen ist gut. Ich habe die Anzeige natürlich selbst entgegengenommen. Wollte auch schon einen meiner Leute drauf ansetzen, aber dann hat schon das nächste wohlhabende Störebrandschiff angelegt. Was soll denn wegen der Anzeige passieren? Es soll vermieden werden, dass bei der Untersuchung der Angelegenheit zutage tritt, dass das Haus Niceberg hinter dem Diebstahl steckt. Aus diesem Grund soll der Fall möglichst schnell zu einem erfolgreichen Abschluss gebracht werden. Ah, verstehe. Haben die Jungs mal wieder geschludert. Und der gute Taschmann darf wieder gerade ziehen. Naja, alles kein Problem. Ihr wisst ja, das kostet mein übliches Honorar von 60 Dukaten. Ja, das übliche Honorar für euch. Ich hab ich hier dabei. Hier. Ah, sehr gut. Dann lass mich mal überlegen. Ich kenne da zwei alte Säufer, die haben einmal kleinere Textarbeit für mich erledigen. Die sind mir in letzter Zeit sowieso eher zur Last gefallen, als dass sie mir genützt hätten. Hehe, denen hängen wir das Ding einfach an und schlagen so zwei Fliegen mit einer Klappe. Komm, gehen wir sie gleich verhaften. Eine links, eine rechts. Mach schon. Schick die Stahlknüppellosche zu Boden. So wird das doch nicht. Los, die Deckung hoch. So, dann folgen wir mal dem schmierigen Obergardisten. Und da ist ein Trunkenbold und Taugenix. Ihr da? Ah, sieh einer an. Bist du endlich gekommen, um uns auszuzahlen? Was uns noch schuldest, Tashi? Was fällt dir euch ein, wer... So mit deinem Obergardisten der Ferdocker Wacht zu sprechen, elender Abschaum. Haha, du korruptes Schwein musst gerade das Maul aufreißen. Entweder gibst du es endlich unter Belohnung oder es gibt Ärger. Ruhe, wenn hier jemand gleich Ärger bekommt, dann seid ihr das. Man hat euch gesehen, wie ihr eine Warnlieferung des Hauses Störebrands gestohlen habt. Dafür wird man euch im Kerker verrotten lassen. Also wehrt euch nicht und kommt mit. Aber wir haben uns doch immer an alles gehalten. Und mit dem geklauten Zeug haben wir nichts zu tun. Ein Dreck werde ich dir, sollte mal... Jemand deine verlogene Visage polieren, Taschmann. Gut, wenn ihr euch nicht fügt, werden eben andere Seiten aufgezogen. Dann sorge ich eben dafür, dass ihr gleich am Galgen landet. Das würdest du nicht fertig bringen, Taschi. Nicht, wo wir dich hier schon so oft außer Patsch. Jetzt reicht es. Wenn ihr nicht mitkommt, brauche ich eben Gewalt. Wenn du uns fertig machen willst, musst du schon früher aufstehen, du miese Ratte. Jetzt machen wir dich fertig. Das heißt, wir ziehen unsere Waffen. Diese feigen Hunde. Hinterrücks wollten die mich angreifen. Da habe ich wohl wieder einmal genau das richtige Händchen bewiesen. War ja wohl klar, dass diese beiden Trunkenbolde in den Überfall verwickelt waren. Nachdem meine Befragung ungemütlich wurde, sprangen die beiden mich an. Ich hatte keine andere Wahl, als sie niederzustrecken. So sehen also bei euch Verhaftungen aus. Seid ihr euch sicher, dass damit die Angelegenheit vom Tisch ist? Ja doch, Ich schreibe mir nachher meinen Bericht, wenn ich den Tod der beiden melde. Ich schiebe ihnen zur Sicherheit noch etwas unter, was meine Geschichte bestätigt. Das sollte mehr als ausreichen, um den Fall abzuschließen. Schon. Aber was ist mit den beiden Toten? Müsst ihr das nicht auf der Wache melden? Nicht unbedingt. Um den letzten Papierkram kümmere ich mich später. Ich bleibe erstmal hier und kümmere mich mal darum, dass die beiden von hier weggeschafft werden. Hier liegen bleiben können sie jedenfalls nicht. Zerbrecht euch mal nicht den Kopf der Stadtgarde. Ihr könnt gehen.
Okay. Richtige Plätze, ja. Na klar. Das heißt, wir können jetzt erstmal die Quest abschließen. Sehr gut, Taschmann hat die Schuldigen ohne Umschweife ausmachen können und noch vor zur Rechenschaft für ihre Untaten gezogen. Haha, ach ja, welche Schuldigen hat er denn diese Sache jetzt untergeschoben? Der Obergeist hatte da zwei heruntergekommene Gestalten, die wohl die meiste Zeit an der Flasche hingen. Bloß nachdem er angefangen hatte, sie zur Rede zu stellen, gingen sie auch schon auf uns los. Für den Obergeisten war somit die Schuld der beiden bewiesen und der Fall erledigt. Ich hoffe, ihr seid zufrieden. Das sieht Taschmann ähnlich. Bestimmt hat er zwei von seinen in Ungnade gefallenen Handlangern abserviert. Denkt immer praktisch, der Gute. Aber was soll's? Hauptsache die Geschichte ist vom Tisch. Hier, mein Junge, dein Anteil hast du dir verdient. Wir sehen uns später. So. Berichte vom zweifelhaften Erfolg. Gut, ich habe jetzt auch ein Level up. Das heißt, ich kann mal wieder Schwerter steigern. Und bei Gladys ihre Armbrust mal steigern. Genau zur rechten Zeit. Mal wieder eine heikle Sache, für die du genau der Richtige bist. Okay, noch was Neues. Na, wenn ihr das sagt, worum geht's diesmal? Wir haben von Taschmann die Information erhalten, dass das Haus Störrebrand einen exklusiven Vertrag mit der Brauerei Helles Ferdok abschließen will. Das darf unter keinen Umständen geschehen. Ich will, dass du schnellstens zur Brauerei gehst, um das Zustandekommen dieses Vertrags zu verhindern. In Ordnung, ich werde tun, was ich kann. Das reicht mit dem Fall nicht. Ich will, dass du an diesem Unterhändler ein Exempel statuierst. Jeder, der für das Haus Störrebrand solche Verträge abschließt, soll dafür mit dem Leben büßen. Für den Brauereibesitzer habe ich anderes im Sinne. Von mir wirst du einen Vertrag mitbekommen. Den wirst du dem Kerl unter die Nase halten und ihn dazu bringen, ihn zu unterschreiben. Traust du dir das zu? Ja, betrachtet das Problem bereits als erledigt. Das ist mein Junge, so gebe ich mir das. Hier ist der Vertrag und jetzt nichts wie zur Brauerei, bevor du das Treffen versäumst. Gut, erstmal gucken, was es mit der maskanischen Riesenkrabbe hier auf sich hat. Seid ihr verrückt? Nicht weiter! Oder wollt ihr von diesem Monstrum gefressen werden? Beim Löschen der Ladung kam es plötzlich zwischen den Kisten hervor. Die Stadtwache ist bereits alarmiert. Wir halten es so lange in Schach. Boah, was für ein Biest. Doch ich bin hier, um ein Paket abzuholen. Eis aus Maskan mit TikTok-Holz. Oje, da kommt mir wohl zu spät. Dieses Monstrum dort hat schon diverse Kisten gefressen. In einer von denen war auch diese Holzlieferung. Verdammt, das Holz ist jetzt in diesem Ding. Ihr dort geht zur Seite. Das Problem ist im Handumdrehen aus der Welt geschafft. Wie ihr wollt, es ist euer Leben. Ich versuche mein Bestes. Es greift an. Abhauen, Jungs. Los, los. Bei Angriff. Das bin ich. Dann hauen wir mal ordentlich drauf. Ja. Oh, Kälteschock hat noch gar keine Stufe. Da wird es nicht viel bringen. Also machen wir Vollminus. Und ein Blitz, dich find. Aufgepasst! Bei meiner Axt! Alles klar. Auf was? Hey, zwei Wunden. Wie praktisch. Drei Wunden schon. Eine Wunde noch, dann ist es, dann fällt es eigentlich schon tot um. Ja.
So, dann zerleg mal das Vieh noch. Eine Handvoll Dukaten. Ein exklusiver Deal. Diesmal liegt das Interesse des Handelshauses an meinem Vertrag, der mit der Brauerei abgeschlossen werden soll. Und dann bitte die Vertragsabzeichnung. Wir haben von Taschmann die Information bekommen, dass die Störebahn seinen exklusiven Vertrag mit der Brauerei Helles Pferdog abschließen wollen. Sonst soll ich mich zum Treffpunkt begeben und die Vertragsunterzeichnung verhindern. Das wird nicht leicht. Ja, das habe ich jetzt eigentlich übersprungen. Ist ja auch egal gerade. So, beseitige die Krabbe. Die Krabbe hat ihr letztes Stündlein geschlagen. Was musste sie auch so gefräßig sein? Bringt das Holz zurück. Ich sollte das TikTok-Holz schnell zurückbringen. Laureline erwartet schon sehnlichst, damit er endlich mit der Arbeit anfangen kann. 2 Riesenkrabbenscheren zum Verkaufen. Und hier müsste ja auch gleich ein Krämer-Rappelbusch sein, genau. Ich muss echt mal gucken, wenn ich wieder in Priusplatz bin, ob das auch Krämer-Rappelbusch dort ist. Gemischtwaren. Du hast ja nichts Besonderes, allerdings können wir an dir Zeug verkaufen. Halt! Ihr seht doch, dass gerade hier eine Unterredung stattfindet. Sucht euch einen anderen Weg, aber schnellstens. Da muss ich euch enttäuschen. Ich bleibe. Ich sage es jetzt noch einmal. Ihr habt hier nicht das Geringste zu suchen. Verschwindet. Das würde ich nicht sagen. Ich habe ein Wörtchen mit den beiden Herren dort zu wechseln. Es gibt ein paar wichtige Änderungen, die die Verhandlungen betreffend. Jetzt reicht es aber. Wer seid ihr und woher wisst ihr von den Vertragsverhandlungen? Bitte, wenn euch das so wichtig ist, ich bin hierher geschickt worden, um die Interessen des Hauses Nicebacks zu wahren. Nicebeck, dann habt ihr erst recht ihr nichts verloren. Seht ihr, dass ihr Land gewinnt, oder muss ich erst handgreiflich werden? Ach, was hatte ich mich eigentlich mit euch auf? Hey, ihr da, meint ihr wirklich, das Angebot von diesem Störebrandunterhändler ist auch nur ein Pfifferling wert? Mischt ihr euch immer auf so unfältige Art in die Geschäfte anderer ein? Ich gebe euch einen guten Rat. Brecht die Verhandlungen ab, dann müssen sie auch nicht gestört werden. Nur wenn es meinen Auftrag einschließt. Bei diesem hier geht es eigentlich nur um eine Kleinigkeit. Mit wem ich im Pferdog Verhandlungen zu führen habe, entscheidet nur eine Person. Immer an Störebrand. Steckt das euren sauberen Auftraggebern. Zum letzten Mal im Namen des Hauses Nicebeck, brecht die Verhandlungen ab oder ihr werdet nie wieder eine Verhandlung führen. Wagt es mir zu drohen, dass ich, Leibwache, schütze mich vor diesem Irren. Ihr habt es gehört, Männer, zeigen wir es diesem Nicebeck-Abschaum. Ah ja. Alles klar. Also wir müssen jetzt schon. Atem geht ruhig. Na klar. Ach, wir waren ja noch bewaffnet. Folgt mir. Bei Prius, bitte bringt mich nicht auch um. Lasst mich am Leben. Ich mache auch alles, was ihr wollt. Braucht ihr Geld? Ich habe genug Geld. Wollt ihr Bier? Ihr bekommt so viel Bier, wie ihr möchtet. Aber bitte lasst mich am Leben. Schweigt, ich will weder Bier noch Geld von euch. Was ist es dann, was ihr wollt? Bitte sagt es mir. Ich mache alles, nur lasst mich am Leben. Das will ich euch sagen. Den Vertrag mit dem Hause Störebrand, den ihr abschließen wolltet, betrachtet ihn als nichtig. Habt ihr gehört? Natürlich. Eine wirklich törichte Idee von mir. Ich hätte sofort wissen müssen, dass dies nur Ärger bereiten würde. Ihr, ich. Was gibt es sonst noch, was ich tun kann? Allerdings, ab diesem Augenblick arbeitet ihr ausschließlich mit dem Hause Nicebeck zusammen. Um eure Loyalität zu bekunden, werdet ihr diesen Vertrag mit dem Hause Nicebeck unterzeichnen. Ein Vertrag? Warum habt ihr das nicht gleich gesagt? Hier, ich unterzeichne mit Freuden. Hier, da habt ihr ihn, alles klar, kein Problem. Nur bitte lasst mich leben. Nun hört schon auf mit dem Gewimmer, die geschieht schon nichts. Es sei denn, du behältst das, was heute geschehen ist, nicht für dich. Kein Sterbensbräuchchen soll über meine Lippen kommen. Das schwöre ich bei den Göttern. Ich habe nichts gesehen oder gehört. Überhaupt nicht. Und sollte jemand Fragen stellen, der Unterhändler des Hauses Störebrand ist nie zu dem verabredeten Treffen erschienen. Aus Enttäuschung über die geplatzten Verhandlungen habt ihr euch stattdessen für das Haus Nicebeck als Geschäftspartner entschieden. Habt ihr verstanden? Ja, so ist es passiert und nicht anders.
Dann hätten wir das ja geklärt. War mir ein Vergnügen, Geschäfte mit euch zu machen. Na, Silbertaler und Knüppel und Mause fallen. Also ja, jetzt sind wir wirklich auf die niedrigste Schiene gefallen. Sehr schön, alle Papiere sind unterschrieben. Meine Auftraggeber werden zufrieden sein und ich hoffentlich in ihrer Gunst steigen. Jetzt schnell noch den Wisch zurück zum Vorarbeiter Barbeck bringen. Aber ja, wir haben uns für die Nicebacks entschieden gehabt damals, weil wir gedacht haben, sie wären die vertrauenswürdigeren, weil sie schon so lange im Ferdox angesässig sind.